Jo Leute, willkommen zurück zu unserem Weihnachtsspecial. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir präsentieren euch heute den Mama Day, passend zur Weihnachtszeit. Hinter dem Tabak verbirgt sich der Geschmack gebrannte Mandeln. Also, ein richtig guter Einstieg. Und ja, ich freue mich. Ja, so richtig Weihnachtsstimmung habe ich noch nicht. Hä? Das ist kein Bock auf das Weihnachtsvideo, oder was? Ganz ehrlich, es liegt nicht Schnee draußen, es sind 10 Grad, es regnet. Mann, ja, aber Weihnachten fuckt mich dieses Jahr komplett ab. Ich bin null in Stimmung. Und ganz ehrlich, Weihnachtsmann und so, sind wir nicht mal langsam... Hey, der kommt doch bald. Komm schon, Alter, der Weihnachtsmann ist so bescheuert. Ja klar, ich hab einen riesen Wunschzettel geschrieben. Los, ein Wunschzettel? Ich warte auf meine ganze Geschenke, Mann. Ah, geil, Alter. Nee, Mann, Weihnachtsmann gibt's nicht, ey. Hä, von wem soll dann der übelst geile Weihnachtstabak kommen? Kriegst du dann ja von uns. So. Nicht, ja, kriegt man nicht einfach so. Den geht man kaufen, wie ein normaler Mensch auch. Jetzt bleibt doch mal realistisch. Man geht ins Layal, in den Layal Shisha Shop in Spandau und kauft sich einen Weihnachtstabak und dann baut man verdammt nochmal die Pfeife selber und alles wie immer. Aber das ist das Gleiche. Du bist ja voll der Grinch, Alter. Nur noch ein paar Tage und dann haben wir Weihnachten. Ja, ein bisschen voll. Stimmung aufkommen. Ja, Geschenke, teuer, alles scheiße, Mann. Was würdest du das sehen, wenn wir irgendwie geilen Tabak kriegen? Ja, brauchst du gar nicht nachfragen. Ja, jetzt lass den erstmal vorstellen. Okay. Naja, ich weiß noch nicht, ob das viel bringt, aber ich mach einfach mal. Fangen wir mit dem Geruch an. Los, dann stellen wir mal ganz normal den Tabak vor. Ja, genau. Also, wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, 200 Gramm, 16,90 Euro, ganz normaler Preis. Und dann schauen wir doch mal rein ins Döschen. Ich habe schon reingerochen, ich wollte erstmal gucken. Also vom Schnitt sieht er so mittelgrob aus, würde ich sagen. Und es sieht auch so aus, als wäre er nicht überfeucht. Dagegen spricht der Molassefänger. Es hat gerade so reingetropft. Er war halt klar vorher und jetzt... Der will es mal untertropft. Ihr seht es vielleicht, es ist gelb. Das ist da unten reingelaufen innerhalb von 7 Minuten ungefähr. Ja, aber geruchlich, Freunde. Riecht ja übertrieben lecker. So richtig süß, schokoladig, als wenn ihr über den Weihnachtsmarkt an dem Süßwarenstand vorbeilauft. Mhm. Das stimmt. Also der Geruch von gebrannten Mandeln ist auf jeden Fall schon mal getroffen. Und ich hoffe, dass er auch genauso schmeckt, weil dann wäre es echt mega geil. Dann habt ihr 200 Gramm gebrannte Mandeln für 16,90 Euro. Das ist fast günstiger als auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das ist sogar noch günstiger, genau, als auf dem Spandauer Weihnachtsmarkt. Ja, gut. Max hat ja schon gesagt, weihnachtlicher Tabak, gebrannte Mandel. Im Geschmack habt ihr noch so eine leichte Vanillenote, wie ich finde. Irgendwie sowas, aber wirklich zuckersüß alles. Gut abgestimmt. Ich finde ihn an sich sehr, sehr lecker. Für so einen Nicht-Frucht-Tabak ist ja immer, viele Leute werden davon Abstand nehmen, aber ich selber bin dafür offen und ich finde den auch sehr, sehr gelungen. Wie gesagt. Der ist halt auch super cremig, so im Nachgeschmack, im Nachhall bleibt es einfach noch so auf der Zunge. Finde ich wirklich sehr gut. Und als erstes habt ihr wirklich eine nussige, süße Note, die auch die ganze Zeit über im Mund bleibt. Das macht wirklich Spaß, den zu rauchen jetzt zur Weihnachtszeit. Da hat man so ein bisschen Bock darauf. Also, so leicht. Siehst du, das ist doch schon der erste Schritt in die richtige Richtung. So süßes Zeug geht immer. Also ich muss sagen, ich fand ihn am Anfang, als wir den raufgemacht haben, hatte ich Angst, weil da hat er so leicht muffig geschmeckt für meine Geschmacksknospen. Aber jetzt muss ich sagen, ist das wirklich so eine relativ milde Note, würde ich sagen. Also er ist nicht wahnsinnig intensiv, aber wirklich süß, cremig, nussig. Jetzt finde ich den auch doch ganz lecker. Ganz lecker. Okay, ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Vom Rauch her, wir können ja nochmal einen ordentlichen Zug nehmen.
also gar nichts zu meckern, raucht wirklich wunderbar. Er ist auch sehr, sehr feucht und dem könnt ihr auch ein bisschen Hitze geben. Jo, kommen wir zum Fazit. Meister Tabak, gerade für die Weihnachtszeit auf jeden Fall gutes Ding. Wenn ihr das auch erwartet, dann kriegt ihr auch alles, was ihr erwartet. Ja, Kaufempfehlung gibt es von uns auf jeden Fall dafür. Leckerer, schöner Weihnachtstabak. So sieht's aus. Jo, und dann haben wir eigentlich das Weihnachtsspecial durch soweit. Ja. Und dann. Ich leid, das ist so. Was ist das denn? Was ist das? Mal gucken. Wo er denn? Mach mal die Tür auf. Ich glaube, ich sehe, wer da kommt. Um Gottes Willen. Ach du Kacke. Ist nicht wahr. Der Weihnachtsmann! Hey. Der Weihnachtsmann! Oh, ich wusste es! Er lebt! Max. Ihn gibt es! Adi. Weihnachtsmann! Wie schön, dass du da bist! Wunschzettel geschickt. Ja. Natürlich. Und natürlich habe ich ihn wieder bekommen. Und das Shisha-Team bekommt alle ihre Wünsche erfüllt. Oh mein Gott, die Weihnachts-Shisha! Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Und was haltet ihr davon, wenn wir drei den jetzt zusammen vor... Ja, auf jeden Fall lustig! Die Zuschauer werden sich so freuen! Oh. Krasser Scheiß! Ach du jetzt! Tu doch nicht so. Weihnachtsmann! Hallo, liebe Kinder. Ist es okay, dass ich einen Schritt zu dir rüber rutsche? Gerne, Weihnachtsmann. Ich freue mich so, dass du da bist. Ja, fass mir nicht an. Jetzt habe ich die Shisha direkt vor mir. Das ist ja der Wahnsinn. Ist jetzt tut er wieder so. Wie krass ist das denn? Dankeschön, Adi. Das hast du sehr gut gemacht. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach nochmal mit dem Tabak, den ich euch jetzt mitgebracht habe, von vorne starten? Ja, sehr gerne. Wir drei, wir machen das jetzt richtig gut. Wir sind aber vier, das Weihnachtsspecial. Das Weihnachtsspecial mit uns dreien. Vier. Vorgestellt vom Shisha-Weihnachtsmann. Und dem Shisha-Team natürlich. Hallo, liebe Kinder. Hi. Ist das krass, ey. Ich hab euch und dem Shisha-Team heute auch eine Weihnachts-Shisha mitgebracht. Und natürlich von meiner lieben Straßenbande, so nenne ich meine Elfen immer, 187 Straßenbande, die Kleinen, ne? Die haben mir einen richtig schönen Xmas Tabak gemacht. Xmas Tabak. Krass, wie heißt der denn? Richtig gut. Das ist der Xmas Punch. Ah, wunderbar, der schmeckt wie ein Schlag ins Gesicht. Wofür war der denn? Max, möchtest du mal riechen? Ja, wie gut der riecht. Auf jeden Fall. Ja? Punch vom Weihnachtsmann. Während er noch riecht, möchtest du mal probieren, wie der schmeckt? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Du darfst dazu auch dann noch was sagen. Aber erstmal darf natürlich Max. Weihnachtsmann, kann es sein, dass das Glühweintabak ist? Ja, das ist Glühweintabak. Besser geht's ja gar nicht zu Weihnachten. Wie nice ist das denn? Oh, der riecht wirklich richtig. Mir gefällt der richtig gut. Fruchtig, lecker. Vielleicht gefällt der mir ja auch gut. Mit so ein bisschen... Weihnachtsmann, komm. Jetzt sei ich so. Mit so einer Weihnachtsgewürznote auch. Also es riecht... Was sind typische Weihnachtsgewürze? Nelken, Zimt. Ich glaube, sowas alles ist hier mit drin. Und nebenbei riecht er noch so ein bisschen zitronig, spritzig, fruchtig. Oh, da bin ich echt mega gespannt, wie der riecht. Schmeckt. Riecht, schmeckt. Du bist ein bisschen aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Und Max, ja, wenn nicht, wenn der Weihnachtsmann hier ist. Ich muss da jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ich liege den mal ab. Okay. Du darfst den weiter probieren. Vielleicht lässt du Max auch mal probieren, weil ich habe den ja auch mitgebracht. Ich kann mal schauen, wie der riecht. Ich muss nämlich noch was klären. Mit dem Adi. Was? Ich habe genau gehört, was du gesagt hast. Der Weihnachtsmann hört alles. Oh Scheiße. Weihnachtsmann ist nicht gut, wenn man nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Der Weihnachtsmann bringt Glück und Frieden in die Welt. Rauch, guten Tabak und wunderbare Shisha. Und du glaubst nicht. Jetzt heult er, weißt du, aber vorher so eine große Fresse haben. Max, ich weiß nicht, Adi, nicht seid nicht so gemein. Ja. Wir haben Weihnachten. Weihnachten ist das Fest des gemeinen Rauches, des gemeinsamen Zusammensitzens an der Shisha in der Familie. Du hast recht, Weihnachten.
Man lässt den Schlauch durch die Familie wandern. Und man muss auch den bösen Kindern verzeihen. Es tut mir so leid, Weihnachtsmann. Ich habe einfach den Glauben verloren in der letzten Zeit. Nur noch scheiß Tabak auf dem Markt, weißt du? Und ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber diese ganze zerstörerische Energie, die hier so in der ganzen Community war, die hat mich einfach... Die hat mich einfach mit runtergezogen und es war der größte Fehler, nicht mehr an dich zu glauben. Und jetzt bist du hier ja. Und zeigst einfach allen die Liebe und den guten Tabak. Und immer wenn Max, ihr nicht reicht. An den lieben Weihnachtsmann so glaubt und nicht mehr wisst, wie euch was Gutes geschieht, riecht einfach an einem guten Tabak. Mmh. Und alles ist vergessen. Endlich wieder ein guter Weihnachtstabak. Oh, das habe ich gebraucht. Wie gut ist denn der, Adi? Du erlaubtest ja schon probieren. Also, der Geruch war ja gerade schon überwältigend. Und ich finde, im Geschmack spiegelt sich das auch wieder. Also man hat hier wirklich im Vordergrund eine starke Zimtnote, wie ich finde. Und lass doch mal den Weihnachtsmann holen. Entschuldigung, du musst es ja nicht übertreiben, okay? Nicht, dass er gleich wieder geht. Ich will noch ein bisschen länger. Also ihr habt wirklich eine ganz klare Zimtnote im Vordergrund. Die ist aber auch nicht zu aufdringlich. Und ja, dieses leicht Fruchtige spielt natürlich auch noch mit bei. Und was ich finde, als Nachgeschmack bleibt euch noch... Ja, ich glaube, das sind die Nelken. So ein Nachgeschmack von Nelken, also einfach wirklich ein passender Weihnachtstabak. Das hat meine Straßenbande sehr gut hinbekommen. Sehr gut gelungen, ja. Props an deine Elfen. Und der Adi. Einfach als Geschenk der Versöhnung, ich nehme den dir jetzt mal. Du kriegst den wieder. Das ist okay. Ihr dürft die Shisha und auch den Tabak behalten. Oh. Für jeden, der diesen Tabak nicht geschenkt bekommt, der kann sich den natürlich auch kaufen. Bei Wo denn? Zum Beispiel bei dem netten Wichteln, den ich kenne, in dem Loyal Shisha Shop in Spandau. Kennen Sie den Wichteln? Ist ja nice. Da bekommt man den auch. Von netten Leuten. Die sind immer mit Rat und Tat zur Seite und ich möchte jetzt auch im Namen des Shisha-Teams mich bei diesen beiden netten Leuten gerne auch nochmal bedanken für die gute Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Jetzt darfst auch du, nachdem du wieder geläutert wurdest. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich hoffe doch. Also wenn es der Tag es nicht schafft, Ali in Weihnachtsstimme zu versetzen. Dürfte ich mal deine Mütze haben? Deine Mütze? Darf ich dir ganz kurz... Dankeschön. Weil du es bist. Wir helfen jetzt bei der weihnachtlichen Stimmung. Ja, die Weihnachtsrehabilitation. Die Weihnachtsrehabilitation, genau. Der Weihnachtsmann ist das absolut geil! Was ist denn das für ein mega Hammer Tabak? Weihnachtsmann, ich glaube, du hast es geschafft und Adi nun wirklich in die Weihnachtsstimmung überführt. Mega, Alter, ich hab so Bock mit euch zu singen und zu tanzen. Damit habe ich meinen Job hier beim Shisha-Team erfüllt. Wir haben einen Ungläubigen wieder bekehren können. Zum Rauch. Ich bin wieder da. Und dem heiligen Shisha-Team. Ich denke, das ist ein guter Übergang. Ja. Adi, wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Wir wünschen euch allen und euren Familien und euren Pfeifen und euren Kohleanzündern und euren Schläuchen eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und weitere wunderschöne Videos mit meinem Shisha-Team. Auf Wiedersehen. Ho, ho, ho. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist ein Wunder. Ein Weihnachtswunder. So, jetzt bin ich genugartig gewesen, jetzt gib mir den Schlauch. Dankeschön. Gönn dir, Weihnachtsmann, du hast den geilsten Tabak überhaupt gebracht. Oh. Ich bin geheilt, Adi, ich bin geheilt. Sehr gut. Ohne Auszeit. Langer Weg. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass Weihnachten nochmal so schön werden kann. Mit gutem Tabak, einer absolut mega hammergeilen Pfeife. Ein Tannenbaum grün, ne? Das muss man ja auch mal. Das hat der Weihnachtsmann wieder perfekt abgestimmt. Ich erinnere mich. Vorher geraucht, den Zeug.
Oh, Weihnachtsmann. Das stimmt, so ein Gelee-Geschmack hier. Weihnachtsmann, das war der Mama Dell von deinen Wichteln. Der Mama Dell. Der Mama Dell von deinen Wichteln. Meine Rasselbande, Entschuldigung, Straßenbande, hat es besser hinbekommen. Ja, das, es ist, dieser Tabak hier, es ist kein Vergleich. Ach, Weihnachtsmann, zu gütig. Auf Wiedersehen. So, Leute. Also, das war's dann auch mit diesem kleinen Weihnachtsspecial. Zum Glück hat alles noch funktioniert. Und ja, alles Wichtige haben wir gesagt. Und wenn ihr vielleicht auch so ein kleiner Weihnachtsmuffel seid, dann gönnt euch einfach diese beiden Tabaksorten. Auf die bringen euch auf jeden Fall in Stimmung. Und wenn es nicht der Mama Dell ist, dann ist es der Christmas Punch. Punch, wie auch immer. Oberhammer lecker. Also uneingeschränkte Kaufempfehlung auf jeden Fall. Dazu schön Glühwein. Oh, ja. Vielleicht schneit es ja dann sogar noch. Wer weiß. Jo. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir raus. Genau, macht euch ein paar wunderbare Feiertage. Denkt dran, eine Pfeife zu rauchen. Und uns zu abonnieren. Und uns zu abonnieren, natürlich kostenlos. Lasst uns auch gerne ein Like da, auf jeden Fall, denn der Weihnachtsmann soll ja nächstes Jahr wiederkommen, oder? Ja. Also auf jeden Fall, also liked, 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 was das Zeug hält. Und wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn vorher nicht nochmal ein Video kommt. Das können wir euch nicht so pauschal sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video vom Shisha-Team. Macht's gut. Und auf euren Geschmack. Ciao. Das möchte ich auch wieder haben. So. Strafschlag. Ist weggezogen, jetzt sag ich zweimal. Ja, Leute. Alter, wie ist mal runtertropft? Jo! Das ist gleich voll. Blub. Blub. Ich habe ihn nicht reingeguckt, aber ich würde mal meinen, der ist feucht.